Die Alpen von ihrer schönsten Seite. Tirol. Pulverschnee. Und Sonnenschein. Tausende Skiurlauber pro Tag, hochgeschaufelt in kilometerlangen Liften. Auf die schneesicheren Gipfel. Doch nicht in jedem Winter gibt es genügend Schnee. Klimawandel, ich hab's erlebt, da war überhaupt kein Schnee, da wurden nur Matten hingelegt, da sind wir über Matten gefahren. Anni, kennst du das? Ja, sicher. Es ist, also, die finden immer was. Ohne Schneekanonen läuft so gut wie nichts mehr. Die Liftbetreiber suchen nach immer ausgefalleneren Wegen. Legal und manchmal auch illegal. Extreme Baumaßnahmen, um ideale Pisten zu kreieren. Dass man sich die Berge nicht selber bauen kann, das ist, wird inzwischen als Manko irgendwie empfunden. Und der Respekt vor den Alpen oder vor dem Gebirge, der geht irgendwie verloren. Zugleich häufen sich Naturkatastrophen. Oh mein Gott! Schlamm- und Gerölllawinen, Bäche schwellen an, reißen alles mit. Dieser Film geht der Frage nach, zerstört der Tourismus unsere schöne Alpenwelt und welche Wege gibt es, den Ausverkauf der Berge in Zeiten des Klimawandels zu stoppen? Wir lernen Menschen kennen, die vom Tourismus leben. Es ist Sommer, aber hier in der Schreinerei Matt hat man schon alle Hände voll zu tun für die Skisaison. Heute verladen sie gerade die fertig gebaute Anrichte für eines der vielen Hotels hier. Die Hauptsaison startet für Silvia Matt und ihren Mann bereits ein paar Monate früher als für die anderen. August, September, Oktober. Weil es halt echt, weil man vom Tourismus abhängig sein und die Zimmer oder die Sachen sollte halt nachher auf den Winter fertig sein, auf die Wintersaison. Silvia Matt lebt schon immer in Tirol. In Pettneu, einem kleinen Ort in der Nähe von St. Anton. Sie liebt ihre Heimat und die Natur, doch in letzter Zeit hat sie oft ein mulmiges Gefühl. Vor einigen Wochen ist in der Nähe eine gewaltige Gerölllawine ins Tal gedonnert. Und sie dachte immer, ihr Haus steht sicher. Bei uns war da im Winter, im März, ein Felssturz da. Da hat sich einfach ein Felsbrocken gelöst und ist da über die Straße drüber. In der Nacht, um 11 Uhr, Gott sei Dank. Und ja, man sieht einfach, es ist allerhand in Bewegung. Die Felsstürze waren ja, sind schon überall. Wenn jetzt ich da weitere Baumaßnahmen mache, im großen Umfang, wie, das wird ja alles unsicherer. Oder ist überhaupt der Hang instabil und so weiter. Wenn man jetzt da mit großen Maschinen einfährt, drunter ist eine Siedlung, also ich weiß es nicht. Ihre Heimat fängt an, ihr Angst zu machen. Und jetzt soll ein bislang unberührtes Seitental für den Skitourismus erschlossen werden. Das wollen wir uns mit ihr anschauen. Franz Notdurfter, der auch hier lebt, nimmt uns mit. Wir machen uns auf ins Malfontal auf knapp 1800 Meter Höhe. Dort sollen große Lifte und eine Bergstation gebaut werden. Bislang führt nur ein holpriger Schotterweg dorthin. Auf halber Höhe ein Biohof. Den kennen meist nur die Einheimischen. Wandertouristen verirren sich eher selten hierher. Ach so, ein Freibier für dich. Das Tal selbst ist ein Naturschutzgebiet. Hier endet der Fahrweg. Ab jetzt geht's nur zu Fuß weiter, über Trampelpfade. Offizielle Wanderwege gibt es nicht.
Die Einheimischen zeigen uns, was es bedeuten würde, wenn in dem Naturschutzgebiet Lifte und eine Bergstation gebaut würden. Und von da draußen weg müsste jetzt ein sogenannter Baustellenweg gebaut werden. LKW-tauglich. 2,5 Kilometer vom Autoweg. Also dort dreimal Bachquerung mit betonierten Gerinnen. Und dann über steile Stück geht es in die Kehren. Bis ganz genau. Bis zur Mittelstation. Da hat man tausende Kubik da verbauen. Und dann müssen sie, wenn sie die Station haben, die Mittelstation, müssen sie dann noch Lawinenverbauungen machen überall. Und das ist ein massiver Eingriff einfach. Das ist ja genau das Problem an der ganzen Sache. Durch die Bebauung würde der Hang instabiler. Wurzeln und Bäume, die den Boden verankern, abgetragen. Damit steige die Gefahr, dass Geröll und Schneelawinen zunehmen, sagen sie. Die Einheimischen wollen ihre Heimat retten. Wir werden sie bei dem Kampf um ihr Tal begleiten. Eines der letzten kleinen Naturparadiese in den Tiroler Alpen. Wird es tatsächlich dem Skitourismus geopfert werden und zugebaut? Es ist Mitte Oktober, 20 Grad. Die Kitzbüheler Bergbahnen haben die Saison eröffnet. Hallo. Unter natürlichen Bedingungen wäre das nicht möglich. Aber die Liftbetreiber haben einen Trick entdeckt. Sie konservieren den Schnee des Vorjahres. Das heißt Snow Farming. Damit verlängern sie die Skisaison. Der Schnee lagert im Sommer unter isolierten Dämmmatten und wird dann im Oktober plattgewalzt. Wir haben uns mit dem Geschäftsführer der Kitzbüheler Bergbahnen auf der Piste verabredet. Das kommt nahe dem Naturschnee. Keine ökologische Reform gibt es nicht, weil wenn man hier einen technisch produzierten Schnee lagert und wiederverwendet, dann entspricht ja das allen Umweltverträglichkeitsgedanken, die man sich nur vorstellen kann. Was gibt es Ökologischeres, als einen einmal produzierten Schnee wiederzuverwenden? So kommt Kitzbühel auf 200 Skitage pro Saison. Der Kampf um Touristen tobt, aber um welchen Preis? In Zeiten, in denen die Winter immer kürzer werden, sind fast alle Skigebiete auf Kunstschnee angewiesen. Die Betreiber verlängern die Saison mit Schneekanonen oder suchen nach anderen Lösungen. Dazu später mehr. Um den ungebremsten Wildwuchs im Skizirkus einzudämmen, gibt es die Tiroler Landesumweltanwaltschaft, von der Landesregierung eingerichtet, um die Interessen der Natur zu vertreten. Johannes Kostenzer prüft sämtliche Bauvorhaben der Liftbetreiber, die einen Eingriff in die Natur darstellen. Über 1000 Anträge jährlich. Also manchmal fühle ich mich da schon verloren, eigentlich auch vor diesem Konvolut an Anträgen und auch von der Dimension dieser Anträge. Bei ihm ist auch der geplante Ausbau des Malfontals gelandet. Er will sich vor Ort ein Bild machen. Was er uns unterwegs erzählt, erstaunt uns. Die zuständige Behörde, die über den Ausbau entscheidet, bewertet zunächst nach wirtschaftlichen Kriterien, denn die Region lebt vom Tourismus. Kostenzer, der Landesumweltanwalt, fühlt sich manchmal als Einzelkämpfer. Ja, oder als Don Quixote würde ich fast eher sagen, als jemand, der gegen Windmühlen kämpft. Weil letzten Endes die Seite der Seilbahnbetreiber fast immer gewinnt. Inzwischen ist die wirtschaftliche Komponente vom Wintersporttourismus in Tirol so stark geworden, dass damit ein unmittelbares öffentliches Interesse auch abgeleitet werden kann, was in den Rechtsverfahren dann sehr, sehr starke Auswirkungen hat, weil damit eigentlich praktisch alles zu genehmigen ist. Ankunft an den Liftstationen von St. Anton. Der Landesumweltanwalt hat ein Beschwerderecht im sogenannten Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren. Wenn er es schafft, das Malfontal zu retten, könnte das sein erster Sieg gegen die mächtige Tourismuslobby werden.
Wir haben derzeit Skigebiete in Genehmigungsverfahren, wo sowas geplant ist, wo auch ganze Grate abgetragen werden, weil der Berg nicht so gewachsen ist, wie sich ein Skigebietsbetreiber den gerade günstig vorstellt. Dass man sich die Berge nicht selber bauen kann, das ist wird inzwischen als Manko irgendwie empfunden. Und der Respekt vor den Alpen oder vor dem Gebirge, der geht irgendwie verloren. Die Bergstation oberhalb von St. Anton. Von hier aus wollen die Betreiber das Skigebiet übers Malfontal weiter ausbauen. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil wo hört es auf? Wenn man sich das vor Augen führt, wie groß das Skigebiet hier schon ist, wie viele Zusammenschlüsse da schon stattgefunden haben, zuletzt bis nach Wart in Vorarlberg hinüber, ist es ja eigentlich ist der nächste logische Schritt, dass ganz Tirol zu einem Skigebiet wird, von St. Anton bis Kitzbühel. Die Tiroler Alpen, bald ein riesiger Skizirkus, überspannt von Liften und Pisten? Bereits jetzt ist St. Anton im Winter ein Hotspot. Die Touristen zieht es scharenweise ins Mega-Skigebiet. Hochsaison. Das wird auch immer voller. Also man hat das Gefühl, weil halt doch immer weniger Schnee liegt, wenn die Tage gut sind, dann kann man an den engen Stellen schon wirklich zum Teil warten oder muss warten, um halt noch einen Slot zu finden, wo man halt gut noch durchfahren kann. Die Bergbahnen hier im Skigebiet schaufeln jetzt schon 140.000 Touristen den Berg hinauf. Pro Stunde. Für die Einheimischen hier ist das normal. Die wollen da rauf und wollen runter und wollen ja viel sehen, ne, wenn sie schon herkommen. Nicht nur auf einem Platz da und, wie gesagt, vielleicht eine Abwechslung. Die weitflächige Skilandschaft gilt als eine der größten Pistenarenen in den Alpen. Mit insgesamt 300 Pistenkilometern und 88 Liften und Bahnen. Und offenbar ist es genau das, was den Erfolg des Skigebiets ausmacht. Ich finde am besten das Großflächige. Dass du fahren kannst, ohne eine Skipiste am Tag zweimal zu fahren. Das ist ja auch, sagen wir, der österreichischen Skigebiete das große Plus, dass man irgendwann mal erkannt hat, die Skigebiete zusammenzulegen. Was meinen Sie, warum so viele Ausländer hierher kommen? Wegen der großen Skigebiete. Ne? Das ist doch logisch. Wir sind schon eine Weile hier, aber wir haben immer noch nicht alles gesehen. Immer größer, immer weiter. Und das bei immer weniger Schnee. Viele wollen den Klimawandel offenbar nicht wahrhaben. Ich habe es erlebt, da war überhaupt kein Schnee, da wurden nur Matten hingelegt, da sind wir über Matten gefahren. Ah, die kennst du nicht? Ja, ja, sicher. Es ist, also sie finden immer was. Es ist irgendwie vielleicht ein Zyklus, vielleicht momentan viel wenig Schnee. Es kann vielleicht wieder ein Zyklus kommen, wo vielleicht wieder sehr viel Schnee da kommt. Versteht ihr das? Man, wie machen die das in der Wüste? Ja, wir haben doch da auch irgendwelche Lösungen. Ja. Da fährt man über was anderes, über kleine Kunststoffröllchen, das ja auch schlecht ist. Ja, wie gesagt, aber nein, ich glaube, es wird schon so weitergehen. Doch welchen Preis zahlen die Einheimischen? Sommer in Petnoi, nur wenige Kilometer entfernt von St. Anton. Vor einer Woche ist ganz in der Nähe etwas Dramatisches passiert. Oh mein Gott, das Auto! Oh mein Gott, bitte! Scheiße! Silvia Matt zeigt uns die Bilder, die eine Bewohnerin mit dem Handy gefilmt hat. Das Ganze geschah nur ein paar Kilometer von ihrem Haus entfernt. Ganz dramatisch gewesen und ja, gut, dass niemand zu Schaden kam. Aber sind wie gesagt, es war eigentlich fast ein Glück, kann man sagen, dass da gerade niemand auf dem Weg war, weil die Wassermassen, die da innerhalb von kürzester Zeit gekommen sind. Ihr Nachbar Franz Notdurfter führt uns zum kleinen Dorfbach. Er kann es noch immer nicht fassen, dass aus so einem kleinen Bach ein reißender Strom werden konnte. Das ist der Bach, der uns da vor ein paar Tagen Probleme bereitet hat. Der rinnt immerhin mitten durch Nord. Da
Da ist das Schmutzwasser von dem Zainsbach auch noch hineingelaufen, da in die Wiese. Wir fragen den Umweltanwalt Kostenzer, wie diese Naturextreme auch mit Skipisten zusammenhängen. Wir sehen, dass die Situation auf solchen veränderten Skipisten, was den Wasserabfluss und den Wasserrückhalt und auch die Erosion anbelangt, wesentlich schlechter ist als bis im vorherigen Zustand. Und das ist natürlich in Zeiten, wo wir eigentlich nicht wissen, wie diese Starkniederschläge sich weiterentwickeln, ist eigentlich kontraproduktiv. Zurück in Petnoi. Die Einwohner wollen nicht mehr tatenlos zusehen. Deshalb haben sie Unterschriften gegen den Skiliftbau gesammelt und wollen als Bürgerinitiative klagen. Wie viele Unterschriften sind das jetzt? Ich kann es gar nicht sagen, weil, wie gesagt, es sind sicher 350 Unterschriften, möchte ich jetzt einmal sagen, sind allein da drauf. Und ja, die sind alle ans Land gegangen, die sind alle eingereicht worden. Also wir haben daheim einen biolandwirtschaftlichen Betrieb. Und ich habe vor, die Landwirtschaft zu übernehmen, und unsere Kühe sind im Sommer immer mal fahren. Und mir ist es ganz wichtig, dass die Natur einfach erhalten bleibt, weil wir leben ja von der Natur. Natürlich ist unsere ganze Wirtschaft rein auf Tourismus aufgebaut. Das ist ja die Krux. Und damit sind wir in einem Dilemma, aus dem man nur schwer herauskommt. Man hat es einfach verstanden, die Machthaber auch in der Politik zu beeinflussen. Die Lobby ist sehr stark und dementsprechend ist es schwierig, da was auf die Beine zu stellen. Ne? Wie wir später erfahren werden, ist das Bürgerbegehren gescheitert. Ein Teil der Unterschriften soll nicht gültig sein, abgelehnt aus formalen Gründen. Also freie Fahrt für den weiteren Ausbau? Die Anwohner hoffen nun auf den Umweltanwalt Johannes Kostenzer. Der will klagen. Auf der Fahrt nach unten erzählt er uns von einem weiteren Fall. Es geht um illegale Baumaßnahmen. Naja, wir haben gerade vor wenigen Wochen durch einen deutschen Gast erfahren, dass illegale Bauarbeiten am Pitztaler Gletscher stattgefunden haben. Dort ist ein ehemaliger Skiweg mit Baggern ins Gelände neu trassiert worden. Zufällig war das in der Webcam sichtbar und er hat eine Anfrage gestellt, ob denn das bekannt ist, ob das passt. Und es war weder bekannt, noch hat es gepasst. Es war ohne Bewilligung, hat man da diesen 9 Meter breiten Skiweg in das Hochgebirge hinein mit dem Bagger gebaut. Passiert ist das im Pitztal, am höchsten Tiroler Gletscher. Auch hier schmilzt wie überall das Gletschereis. Dieser Skizubringer wurde deshalb zu schmal. Der Betreiber ließ einfach einen Teil des Grates wegsprengen, um den Weg zu verbreitern, wie diese Fotos belegen. Der Landesumweltanwalt Johannes Kostenzer ging dagegen vor und schaffte es, dass der Betreiber sich verantworten muss. Wie sieht es jetzt, nach dem Beschluss im Pitztal, aus? Der Gletscher gleicht einer riesigen Baustelle. Der Weg muss stabilisiert werden. Die Bagger sollen den zerstörten Grat absichern. Wir treffen den Geschäftsführer. Weggekommen ist, wenn wir jetzt die grünen Bagger sehen, von hier her auf diese ersten, auf der linken Seite, ja, zu uns rauf, da wurde der Skiweg tiefer gelegt. Wie rechtfertigt Eberhard Schultes die damalige Aktion und wieso wurde die Webcam weggedreht, ausgerechnet vor der Sprengung? Na, das war auch jetzt kein Zufall, dass mit dieser Kamera, sondern wir waren der Auffassung, dass diese Maßnahmen, das sind ja Erhaltungsmaßnahmen, es war ein Skiweg da, aufgrund von der Gletscherschmelze ist der Weg gegangen, so wie auch von rechtlichen Gletschermaßnahmen notwendig sind, waren wir der Auffassung, dass diese genehmigungsfrei sind. Die Behörde hat das anders gesehen. Die umfangreichen Bauarbeiten kosten den Betreiber jetzt eine Menge Geld. Er muss den instabil gewordenen Fels aufwendig absichern. Doch der Geschäftsführer sieht sich noch immer im Recht. Ich habe diese Arbeiten über Jahrzehnte immer schon durchgeführt. Also das ist nichts Neues. Da liegt die Besonderheit, dass wir jetzt vielleicht auf einem Grat heroben sind. Aber solche Maßnahmen waren über Jahrzehnte auf allen fünf Tiroler Gletschern gang und gäbe.
Er präsentiert sich vielmehr als Klimaschützer, zeigt uns seine Solaranlagen. Damit würde die Energie für die Schneekanonen erzeugt. Und er plant bereits sein nächstes Großprojekt. Ja, da sehen wir jetzt den bestehenden Speicherteich mit einem Fassungsvermögen von ca. 40.000 Kubik. Und da ist jetzt geplant, eigentlich in Zukunft einen weiteren Speicherteich zu errichten, der dann ein Fassungsvermögen von ca. 140.000 Kubikmeter Wasser haben soll. Damit die Pisten möglichst lange befahrbar sind, werden auch die Gletscher mittlerweile mit Schneekanonen beschneit. Das Wasser dafür kommt aus diesen Speicherseen. Der Betreiber sieht die Beschneiung als Beitrag zum Klimaschutz. Wir geben ja das, was der Gletscher aufgrund von der anscheinenden Erwärmung speziell im Sommer verliert, geben wir im Gletscher in Form vom Schnee ja dann wieder zurück. Und Schnee, sage ich immer, ist die Sonnencreme für das Gletschereis, was darunter liegt. Solange Schnee drauf liegt, passiert dem Gletscher darunter nichts. Während der Betreiber über Gletschersonnencreme philosophiert, hat Johannes Kostenzer derweil in Innsbruck noch mehr über weitere Baumaßnahmen herausgefunden. Das, was wo ich jetzt Fotos bekommen habe vom WWF, das ist eine Maßnahme, die uns vor Augen führt, was das heißt, Instandhaltung von einer Skipiste am Gletscher. Da sind zwei Bagger am Berg, um die Spalten zu schließen, damit da in wenigen Wochen die Skifahrer drüber herunterfahren können. Das wird immer sehr nonchalant dargestellt. Naja, am Gletscher tun wir ja nichts, da schauen wir nur, dass die Gletscherspalten geschlossen sind und wird mit Schnee werden die zugeschoben. Wenn man sich das vor Augen führt, dass da Meter hoch das Eis abgetragen wird, dann ist das natürlich auch ein unmittelbarer Beitrag zur weiteren Gletscherabschmelzung, weil das Eis, das da mobilisiert wird, das da abgegraben wird, wesentlich leichter schmelzen kann, als das, was kompakt im Gletscher drinnen verpackt war. Da in Zeiten von Klimawandel, dass da der Mensch auch noch nachhilft, dass der Gletscher in bestimmten Bereichen abgegraben wird, da muss man sich schon fragen, was sich die Leute eigentlich dabei denken. Gletscherspalten zustopfen ist legal. Doch an einer anderen Stelle des Pitztaler Gletschers soll ein Bach begradigt worden sein, ohne Genehmigung. Der Betreiber streitet dies ab. Nichts begradigt, da sprechen leider die Bilder eine andere Sprache. Ich habe da ein Luftbild von vorher und nachher. Man sieht da sehr gut, dass dieser Bereich völlig unversehrt war, dass da dann ein Graben gezogen wurde, der das Wasser zur Beschneiungsanlage auch besser bringen soll. Wieso ein Betreiber eigentlich systematisch immer wieder sich über den gesetzlichen Rahmen hinwegsetzt. Es ist eine Höchststrafbemessung bei uns in Tirol von 30.000 Euro im Gesetz vorgesehen. Das ist aus der Portokasse zu zahlen. Viele Bürger wollen solche Machenschaften nicht mehr hinnehmen. Probe singen für ihren Protestmarsch. Eigentlich hatten sie mit 100 Mitstreitern gerechnet, doch das Wetter hat viele abgeschreckt. Eine einmalige Aktion. Bislang arbeiteten die Umweltverbände und Aktivisten eher gegeneinander, doch das gemeinsame Ziel verbindet sie. Eine Woche lang wandern sie quer durch Vorarlberg. An diesem Speichersee endet ihr Protestmarsch. Hier wollen sie gegen einen weiteren geplanten künstlichen Speichersee demonstrieren. Eine Teilnehmerin hat durch Zufall illegale Baumaßnahmen eines Betreibers entdeckt, als sie auf einer Wanderung fotografierte. Und dann habe ich mich einfach so geärgert, dass da schon wieder eine Baustelle ist, neben dieser großen neuen Bahn, die man damals gebaut hat. Und habe das eben fotografiert. Habe es aber in der Schublade liegen lassen, habe nicht gewusst, dass das so wichtig ist. Bis dann publik wurde, dass eben hier ein riesen Speicherprojekt geplant ist in dem Gebiet oben. Und dann habe ich meine Bilder wieder angeschaut und dann kam eben heraus, dass zu dem Zeitpunkt, wo da gebaggert wurde, keine Bewilligung vorlag. Der Betreiber musste zwar eine Strafe bezahlen, doch das schreckt niemanden wirklich ab, finden die Demonstranten. Wir haben den Klimaschutz in der Landesverfassung seit 2008
Und es wird halt immer noch mehr dagegen gesündigt und niemand gibt ihnen eine Grenze. Und daher sind wir jetzt aufgestanden. In Österreich ist viel in Bewegung. Die Bewohner wollen sich den Ausverkauf der Berge nicht mehr gefallen lassen. Und in Deutschland? Was hat hier Vorfahrt? Der Skizirkus oder die Natur? Balderschwang ist das höchstgelegene Dorf Deutschlands. Ein kleiner Ort, der den Anschluss nicht verlieren will. Das Skigebiet überschaubar. Das Partyfeeling auch. Der Liftbetrieb hier gehört Albert Fischers Familie. Als wir ihn das erste Mal im März 2018 treffen, steht Balderschwang gerade vor einer schwerwiegenden Entscheidung. Eine neue Liftverbindung ist geplant. Und zwar hier, am Riedberger Horn. Bislang gibt es keinen Lift bis ganz oben. Und Skitourengänger laufen zu Fuß auf das Plateau. Naturschützer sind gegen den Lift, unter anderem, weil hier das seltene Birkhuhn leben soll, das vom Skibetrieb bedroht sei, sagen sie. Und der Liftbetreiber hält dagegen. Ich kann deren Seite natürlich verstehen, nachvollziehen, nur es ist nicht nachvollziehbar dahingehend, in dem Sinne, dass der Berg schon gefahren wird, bis so geht nicht mehr. Also wir haben schon vollen Skibetrieb da oben. Es fehlt eigentlich nur der Lift bis darüber. Derzeit fahren die Tourengänger kreuz und quer durchs Gelände. Das ist erlaubt im Naturschutzgebiet Riedberger Horn. Würde hier ein Lift gebaut, wäre das ein Anreiz für noch mehr Skifahrer. Verursacher für das, da geht es um das Birkhuhn. Die, wo das Birkhuhn vertreiben, das sind wir Tourengeher. Wenn wir fahren, alles was hier ist, kreuz und quer runter. Ja, eben. Wenn man das ordentlich in eine bestimmte Bahn leitet, kann man das Gebiet wieder schützen. Wenn man da sagt, okay, da darf man rüberfahren und das Gebiet schützen wir, das sperren wir, dann ist die Sache okay. Im Laufe der Dreharbeiten wendet sich das Blatt. Der Betreiber muss seinen Plan auf Eis legen. Die Landesregierung entscheidet gegen den Lift. Doch bevor die Balderschwanger begreifen, was die Entscheidung für sie bedeutet, der Schock. Erstmals seit 50 Jahren geht in Balderschwang eine Lawine ab. Der Ort von der Umwelt abgeschnitten, ein Hotelbereich zerstört. Kurz nach 5 Uhr, 5:08 Uhr höre ich dieses Geräusch, dieses Donnern, dieses Grollen, wie die Lawine ins Hotel hineingeschossen ist. 3 Monate später steht Marc Traubel noch immer unter Schock. Das war jetzt der Standort, wo ich zum ersten Mal die Lawine gesehen habe. Zuerst dachte ich, von hier oben wäre eine Schneewächte runtergekracht, als ich das Geräusch gehört habe und dann mit der Taschenlampe da runtergeleuchtet. Und es war alles voll mit Schnee. Und es ist immer noch ein Wunder, dass da keinem was passiert ist. Balderschwang will künftig andere Wege gehen. Sanfter Tourismus, ohne massive Eingriffe in die Bergwelt. Wie geht es in Österreich weiter? Das Malfontal ist noch immer unberührt. Ob hier Liftanlagen gebaut werden, ist noch nicht entschieden. Doch inzwischen liegen mehrere Gutachten vor. Eine Bebauung sei nicht nur umweltschädlich, sondern auch wirtschaftlich nachteilig. Neue Hoffnung für die engagierten Talschützer Silvia und Franz. Auch sie sind passionierte Skifahrer. Doch die beiden finden, in St. Anton gibt es schon genügend Pistenkilometer. Doch was sagen andere Einheimische? Da hier fast jeder vom Tourismus lebt, äußern sich nur wenige. Wir sind verabredet mit Sportgeschäftbesitzer Peter Gohl, den hier alle Pete nennen. Dass er offen mit uns redet, liegt wahrscheinlich daran, dass er eigentlich aus dem Schwarzwald kommt. Was hat ihn hierher verschlagen? Du musst jetzt sagen, Liebe. Ah ja, eigentlich aus Liebe, ja genau. Aber weiß nicht, ob das immer so gut ist, weil früher bin ich 50 Tage Ski gefahren, jetzt sind es halt nur 5 Tage. Der finanzielle Druck ist groß geworden. Da bleibt keine Zeit mehr zum Skifahren. In den Wintermonaten arbeitet er täglich 10 bis 12 Stunden. Das spielt sich eigentlich in 90 bis 100 Tagen ab. Und davon muss ich das ganze Jahr finanzieren. Und das ist die Schwierigkeit. Denn durch die Klimaerwärmung verkürzt sich die Hauptsaison. Und im Sommer ist hier nichts los. Würde ein größeres Skigebiet ihm finanziell helfen? Die Verbindung darüber, nee.
Also ganz ehrlich, es braucht ein paar Naturschutzgebiete, um das größte Skigebiet der Welt zu sein oder was auch immer. Nur aus Marketinggründen finde ich der falsche Weg. Peter Gohl betreibt auch ein Restaurant. Heike ist 27 und kommt aus der Steiermark. Es ist ihre erste Saison in St. Anton. Bedienungen verdienen hier rund 1.500 Euro netto im Monat. Kost und Logis muss der Arbeitgeber stellen. Da jeder freie Quadratmeter an Touristen vermietet wird, kostet ein 10-Quadratmeter-Zimmer rund 750 Euro. Damit Peter Gohl seine Mitarbeiter unterbringen kann, blieb ihm nichts anderes übrig, als seinen Garten zu opfern. Dort steht jetzt ein Personalhaus. Aussicht, ade. Neben Heike wohnen noch 9 andere Mitarbeiter hier. Heike nimmt uns mit. Das wäre mein Zimmer. So, bitteschön. Also, ich finde das Zimmer sehr toll. Ich habe hier einen Fernseher, mein Bett ist da, Kasten habe ich, Stauraum habe ich. Ja, Badezimmer habe ich da auch. Mit super tollen Dusche. Zu wenig Platz für Personal und Einheimische. In St. Anton stößt der Tourismus offenbar an seine Grenzen. Und selbst unter den Einheimischen ist umstritten, ob es wirtschaftlich sinnvoll wäre, das Malfontal für noch mehr Skipisten, noch mehr Pistenkilometer zu opfern. Doch wie ist die Stimmung in anderen Tourismushochburgen der österreichischen Alpen, wie zum Beispiel Ischgl? Wir fragen den Manager für Tourismus, ob es zum Skigeschäft eigentlich auch einen Plan B gibt. Wir haben keine Existenzmöglichkeit in den Täler außer dem Tourismus, wenn wir den nicht hätten. Das muss man mal ganz klar sagen. Von dieser Einnahmequelle, da hängt so vieles ab. Ich sage immer, 100% ist nicht Tourismus, von dem wir leben, 110%. Die geplante Skilifterweiterung von St. Anton soll bis kurz vor Ischgl reichen. Andi Steibel hält das für sinnvoll. Grüß euch. Hallo. Robert, Skifahren. Ja, der Wieser. Wegquatschen. Er setzt auf Megapisten und Alpenrausch. Nur gegen das Ballermann-Image wehrt er sich. Ischgl sei eher wie Ibiza. In Mallorca wird gefeiert, aber in Ibiza habe ich ein anderes Niveau, was das Feiern betrifft. Also nicht diese obligatorische Schinkenstraße, wo die Leute aus dem Kübel irgendwas an Sangria sich da reinziehen. Ich meine, das gibt es bei uns nicht. Ja. Ich meine, bei uns werden gute Weine getrunken, konsumiert, gute Champagner konsumiert und auch von der Zielgruppe, von der Altersgruppe auch ganz anders. Um Partygänger auch in der schneearmen Zeit anzulocken, veranstaltet er regelmäßig Megakonzerte. Wie hier mit Jason Derulo. Ein amerikanischer Superstar, der Massen anzieht. Diese Bedürfnisse, die decken nur wir ab. Perfekt. Aber wenn jetzt wieder eine Zielgruppe, wo mehr Familien ist oder, sag ich mal, das Naturbezogene, ja, gibt es ja auch so viel, oder nehmen wir dieses Wort sanfter Tourismus, so, da kriege ich so und so gleich einen Ausschlag, aber es ist so, also sanfter Tourismus, so, wo ich ja die Vogeln zwitschern höre oder irgendwelche Blümchen mir anschaue, das sind mir nicht geeignet. Ja. Ischgl boomt. Doch drumherum, in den kleineren Orten, sieht man die Vorboten eines Niedergangs. Wir sind zurück in Pettneu bei St. Anton. Die Einheimischen profitieren nicht von Champagner und Partynächten der Touristen. Bis vor wenigen Jahren gab es hier noch ein eigenes kleines Skigebiet mit Lift und Après-Ski. Franz Notdurfter zeigt uns, was davon übrig ist. Das da war die Schirmpaar, ja. Da sieht man auch die Versorgungsleitungen da drüben. Es war ein gut gehendes Après-Ski-Café. Es war der Metzger, den gibt es nicht mehr. Es war ein Metzger mit einem Imbiss dabei.
Er hat sich dann in St. Anton ein Hotel gebaut. Vom früheren Skiort ist wenig übrig geblieben. Franz Notdurfter hat in seinem Wohnhaus immer noch eine kleine Pension mit zwei Zimmern. Frühstücksraum, oder ist das immer noch, wenn wir Gäste haben? Doch Gäste kommen nur noch selten. Selbst im Winter stehen in Pettneu Zimmer leer. Wenn Pettneu überleben will, bräuchten die Bewohner eine neue Idee. Eine, die sie von Ischgl und Co. unterscheidet. Hier in Balderschwang versucht man bereits, neue Wege zu finden. Alternativen zum Skizirkus. Mit Tradition und nachhaltigem Tourismus. Wir besuchen den Ort erneut im Spätsommer. Balderschwang ist ausgebucht. Es ist Viehscheid. Die Bauern holen ihre Rinder von der Alm zurück ins Tal. Diese Tradition lockt viele Besucher an. Dass man mit Heimatverbundenheit tatsächlich so viele Touristen gewinnen kann, darauf ist der Bürgermeister stolz. Im Viehscheid sieht man es. Da feiern die Einheimischen und die Gäste kommen dazu. Und woanders feiern die Gäste und die Einheimischen kommen vielleicht dazu. Aber da ist es andersrum. Aber Viehscheid ist eben nur einmal im Jahr. Und von ein paar vereinzelten Wanderern kann Balderschwang im Sommer nicht leben. Liftbetreiber Albert Fischer weiß, dass der Skitourismus nicht mehr als alleinige Einnahmequelle reichen wird. Das trifft auch die Hütten. So wie die Käshütte und Wirtin Maggie. Zweimal. Okay. 27 kriege ich von dir. Ach so, du hast noch ein Schinkenbrot. Schinkenbrot, genau. Zünftig geht's hier zu. Hausmannskost. Eigentlich genauso, wie man sich Alpentradition als Tourist vorstellt. So, einmal und das zweite kommt gleich. Oh, yes, ist gut. Jawohl. Doch durch All-Inclusive-Angebote einiger Hotels würden die Touristen seltener zum Essen kommen, erzählt uns Maggie. Ich sehne mich nach dir. Sie setzt ihre Hoffnung deshalb auf Liftbetreiber Albert Fischer. Denn die Hütten sind oft Zuschussbetriebe. Maggie ist eigentlich Landwirtin und betreibt die Hütte eher aus Idealismus. Hallo Sabine. Hallo. Das ist Outfit, oder? Ja, ja. Richtig, hallo. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt die Hütte hätte und würde im Sommer davon leben müssen, kann ich nicht davon leben. Darum hoffe ich, dass nächstes Jahr die Bahn läuft. Dann wird die Bahn vielleicht mehr Leute hochbringen, weil es sind halt doch 400 Höhenmeter darauf. Und viele, ihr habt es ja selber gemerkt, beim Hochfahren ist es steil, ja, und viele scheuen halt den Weg, also gerade auch Familien. Und durch die Bahn, da hättest du jetzt halt die 400 Höhenmeter weg. Und dann könnten sie da rauflaufen, sie könnten einen Rundwanderweg machen, sie könnten da wieder runterlaufen. Und wenn wir das natürlich wissen, dann würden wir auch die Hütte ein bisschen anders gestalten. Wir arbeiten daran. Ihr, das weiß ich. Hängt das denn mit der Bahn? An der Auslastung natürlich. Also Hauptpunkt ist natürlich die Auslastung. Und das ist von der Wanderer her ist es halt nicht ausreichend im Balderschwang. Zu wenig Übernachtungsgäste. Mhm. Und deswegen muss man halt alternative Konzepte suchen. Seine Idee? Nicht nur Wanderer, sondern auch radbegeisterte Familien auf den Berg bringen. Wir haben der Biker, der sitzt, stört das irgendwo? Gibt es irgendwelche Behinderungen? Auch für den Wanderer kann es parallel laufen und so weiter. Das muss man halt alles lieber im Vorfeld alles abklären, bevor am Ende dann irgendwelche Überraschungen kommen. Überraschungen da sind, die man einfach nicht eingeplant hat und das macht auch keinen Sinn. Damit es diesmal keine bösen Überraschungen mehr mit den Umweltschützern gibt, sollen die Radwege über bereits bestehende Pisten gehen. Das Naturschutzgebiet will er aussparen. Er zeigt uns, wo er den Trailpark bauen will. Also hier haben wir bereits eigentlich optimale Strecken.
Das ist jetzt zum Beispiel so ein klassischer Weg, der in Frage käme, den man halt für den Biker optimal ausbauen kann und wo ein Biker halt auch gut fahren kann. Wo auch wenig Eingriff in die Natur ist. Optimale Lösung, sage ich jetzt mal. Aber mit seinem neuen Projekt gibt es schon wieder ein Problem. Diesmal nicht mit dem Birkhuhn. Bürgermeister Konrad Kienle ist genervt. Es gibt erneut Streit mit den Umweltschützern. Am Riedberger Horn wurde die seltene Waldbirkenmaus gefunden. Das beweist, dass die Maus gut mit den Touristen kann, sagt der Bürgermeister. Sonst wäre sie nicht da. Stimmt nicht, sagen die Naturschützer. Ja, die ziehen das ja wieder ganz anders um und die sagt, jetzt müssen wir alle schützen, weil wir diese Maus gefunden haben und es sollte keiner mehr an diesen Berg gehen. Also man muss noch viel sensibler mit diesem Berg umgehen. Und ich denke, das kann nicht das Ergebnis sein. Sondern es beweist dieser Fund, dieser seltenen Maus, dass das miteinander funktioniert. Wir haben überall Birkhühner und Birkhühner, Raufußhühner haben wir überall, aber es sind halt hier Flächen in dem Sinn, wo das Birkhuhn weiß oder sagen wir, das Birkhuhn einfach vom Winter her den Tourismus kennt. Auch die Pläne mit dem Fahrradlift liegen also erstmal auf Eis. Nachhaltiger Tourismus in den Bergen. Schwieriger als gedacht. Aber in Balderschwang gibt es eine Menge Ideen. Sechs Uhr morgens. Der Balderschwanger Hotelier Marc Traubel will mit seinen Gästen eine Wanderung machen. Während des Sonnenaufgangs. Anstrengend, aber spektakulär. Der Hotelier setzt auf nachhaltigen Tourismus mit Naturerlebnissen. Nicht nur im Sommer. Im Winter bietet er Schneeschuhwandern statt Skizirkus. Zurück in Österreich. Hier im Malfontal sollen große Skipisten, Lifte und eine Bergbahn gebaut werden, wenn es nach den Tourismusmanagern und den Betreibergesellschaften geht. Der Landesumweltanwalt hatte dagegen geklagt. Monate dauerte das Verfahren, landete vor dem Bundesverwaltungsgericht in Wien. Jetzt gibt es eine überraschende Wende. Silvia Matt und Franz Notdurfter haben Neues zu berichten. Das ist eine wunderbare Fügung. Sensation. Ja, Sensation. Sensationell. Ja, ganz unerwartet. Es gibt keine Skischaukel. Das Malfontal ist gerettet. Oder Gerichtsfeldentscheidung. Da steht jetzt und da steht jetzt, das Bundesverwaltungsgericht fällt die Entscheidung. Die Gerichtsentscheidung sei ein kleines Wunder. Es ist ein großes Wunder. Es ist ein großes Wunder. Der Umweltanwalt Johannes Kostenzer hat das Wunder tatsächlich geschafft. Das erste Mal konnte er gerichtlich ein umstrittenes Wintersport-Großprojekt in Tirol stoppen. Die genauen Gründe, wieso das so gekommen ist, wissen wir natürlich nicht, weil zudem fehlt uns natürlich einiges an Wissen. Aber ich glaube, schlussendlich hat man doch einmal eine richterliche Entscheidung getroffen, dass man halt eben auch unberührte Naturräume vor Erschließungen einfach schützen sollte. Weil der Tourismus lebt von intakter Natur. Und wenn man das ignoriert und wenn man da drüber geht und sie denkt, ja, drei Lift mehr bringt jetzt mehr wie eine intakte Natur. Wir leben ja von der Landschaft und vom Erholungswert von der Landschaft. Ende 2019 wurde das Urteil rechtskräftig. Franz Notdurfter und Silvia Matz können es noch immer nicht fassen, dass ihr geliebtes Tal, ihre Heimat, erhalten bleibt. Doch ob das so bleibt? Das Umdenken hat offenbar auch Österreich erreicht. Der ungezügelte Ausbau des Skitourismus scheint nicht mehr so leicht möglich zu sein wie bislang.
Doch die Betreiber haben schon neue Pläne in der Schublade. Der Kampf um den Ausverkauf der Alpen, er geht weiter.